Nach meiner Down-Phase geht es wieder hochmotiviert weiter. Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir heute wieder ein paar Platten gekauft. Ich möchte mir nämlich daraus drei Schränke bauen mit Glastüren. Und zwar hier aus Acrylglas, Plexiglas, Polycarbonat oder auch Hobbyglas genannt. Kriegt ihr im Baumarkt, im Internet, überall da, wo es halt Heimwerkerbedarf gibt. Materialtechnisch bin ich gut ausgestattet. Ich habe mir 15 mm Multiplex besorgt und daraus werden wir das Ganze bauen. Ich will euch nicht lange nerven mit dem Intro. Ich lege los mit dem Zuschnitt. So, die Streifen, die ich für den Korpus benötige, sind 120 mm breit. Davon brauchen wir insgesamt 12 Stück. 120, ich überprüfe das mit dem Lineal, damit ich mir sicher bin, dass das alles gerade ist. Der Gehrungsschnitt an der Kappsäge war nicht gut, deswegen habe ich es jetzt mal an der Tischkreissäge ausprobiert. Die Tischkreissäge natürlich richtig eingestellt auf 45 Grad mit dem Queranschlag und dann läuft das auf jeden Fall viel, viel besser. Gehrungen sind erledigt. Ich habe mir jetzt 6 von den Teilen genommen. Das sind die Seitenteile, jeweils 2 Stück von den 3 Schränken. Und werde hier ein paar Nuten reinsägen. Jetzt kommt der nächste Schritt und zwar werde ich von innen für die Rückwand einen Falz einfräsen. Machen wir das Ganze ab und dann gehen wir an unseren Frästisch. So, ich mache mir jetzt mal die Arbeit und klebe die Bretter von innen ab, weil wenn wir nachher das Ganze verleimen, drückt sich der Leim nämlich raus und dann haben wir eine Sauerei, die ich am liebsten vermeiden möchte. Machen wir das hier mit so einem Klebeband. Da muss man sich halt ein bisschen Zeit für nehmen, wenn der Leim nämlich rausdrückt. Dann ärgert man sich, hat man mehr Arbeit. Lieber so, als wie nachher den Leim abzukratzen. Ich bereite jetzt erstmal meinen Spanngurt vor und dann können wir Leim auftragen. Wir legen uns das jetzt nur grob hin.
schaue natürlich dabei, dass das alles im Winkel ist. Ein Spanngurt ist gut, zwei sind besser. Dann ziehen wir unten fest den einen. Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir den anderen. Wie die Winkligkeit, die können wir prüfen über die Diagonale. Das sind 780. Und hier haben wir 781. Die Rückwand, da werde ich einfach mal kurz über die Kanten leicht drüber schleifen. Das muss jetzt nicht viel sein. Hier habe ich noch ein Restmaterial von derselben Platte noch, ein 90 mm breiter Streifen. Den werden wir jetzt uns einmal durch die Mitte trennen und den Rahmen für die Tür bauen. Die Rahmenteile, die habe ich jetzt zusammengelegt, um zu gucken, ob alles im Winkel ist. Jetzt nehmen wir uns die Scheibe, legen sie hier auf den Rahmen drauf. Um das zu vermitteln, gehe ich mit der Ecke von dem Glas an den Schnitt, einmal hier und einmal auf der gegenüberliegenden Seite. Dann haben wir nämlich sind wir nämlich exakt mittig auf dem Rahmen. Und jetzt messe ich einfach mal den Überstand von dem Glas, wie weit ich die Nut reinfräsen oder reinsägen muss. Ich habe hier einen Überstand von 15 mm. Ich werde die Nut so auf 17, 18 machen, damit dann auch genug Platz ist, wenn wir die Scheibe nämlich reinlegen. So, die Hälfte der Materialdicke habe ich eingestellt, der Abstand zum Sägeblatt. Und die Höhe war 18. Wir fangen aber jetzt mal mit etwas weniger an, so 9 oder 10 mm, damit es halt etwas besser flutscht. So, jetzt können wir die endgültige Höhe einstellen oder Tiefe der Nut. Jetzt sind wir schon so weit, dass wir die Scheibe mal reinlegen können. So, na, willst du denn jetzt nicht rein oder was? Nimm einfach die Folie ab, Ali. Was fummelst du da rum?
So. Schauen wir mal, ob das passt. An jeder Seite, ob das im Winkel ist, ob das mit dem Korpus passt. Ja, das sieht schon mal ziemlich gut aus. Als nächstes müssen wir die Scharniere einbauen. So zwischen Tür und Korpus. Ja, sodass hier das Stück außen sichtbar ist. Man könnte das natürlich jetzt hingehen, einfach draufschrauben, sieht aber nicht gut aus. Ihr habt es erkannt, hier entsteht dadurch ein Spalt. Damit die Tür richtig aufliegt, müssen wir das Scharnier einmal auf der Seite und einmal an der Tür versenken. Klappen das auf, damit wir das schön auflegen können. Nehmen wir unsere 35 mm, halten unser Scharnier fest. Einmal links die Markierung, einmal rechts und ziehen längs nochmal eine Markierung. Mit dem Scharnierbohrer bohren wir jetzt hier schön mittig zwei Löcher rein. Die Tür haben wir jetzt draufgelegt, bündig, so dass das perfekt sitzt, alles im Winkel. Und dann werden wir hier von der Scharnierkante eine Markierung setzen an die Türkante und werden die dann später auf die Innenseite übertragen. Um die Tür sicher montieren zu können, habe ich mir hier so eine Stütze gebaut. Die werde ich da drunter legen, damit die Tür nicht kippt und ich das dann problemlos montieren kann. So, einmal, weil wenn wir jetzt nämlich Löcher bohren wollen, dann kippt das nämlich runter. Und das wollen wir ja vermeiden. Die Tür bekommt logischerweise noch einen Griff. Erst habe ich an einen Holzgriff gedacht. Der würde vielleicht ein bisschen klobig aussehen. Deswegen werde ich hier einfach so ein Lederband nehmen.
so einen Lederstreifen, den ich einmal hier umklappen werde und dann am Rand so befestigen werde. Das Stück Leder werde ich mit einer Schraube befestigen. Allerdings ist das keine gewöhnliche Schraube, die habe ich auch im Baumarkt gefunden. Die hat nämlich innen drin ein Gewinde. Das hat hier so eine Zierkappe, die wird dann da drauf geschraubt, um das halt optisch ein bisschen schöner zu gestalten. Jetzt kommt die Bohrung rein, da lege ich mir mal so ein Opferbrett zwischen. So, und dann bohren wir mal da das Loch rein. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir die Magnete auch auf die richtige Seite legen. Nicht, dass die Magnete sich nachher gegeneinander wegdrücken, sondern die müssen sich ja zusammenziehen. Ist es jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil für seine Werkzeuge, solche Schränke zu bauen? Natürlich kann es auch etwas nervig sein, wenn man jetzt ständig die Tür auf und zu machen muss, um an seine Werkzeuge dran zu kommen. Aber ich finde trotzdem die Idee ziemlich cool. Es sieht schön aus, die Sachen sind staubgeschützt und es ist vor allem ein Projekt für mich gewesen und somit habt ihr was zu sehen gehabt. Also hat man, glaube ich, alle ein bisschen Spaß dabei gehabt. Ja, ich sage einfach danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Bis dann. Tschüss.